So, aber jetzt. Rob? Hier bin ich. Rob? Ah, da ist er. Ah, jetzt haben wir uns gefunden. Ja, liebe Zuseher, herzlich willkommen bei Buckelkraxen TV. Heute in einer ganz, ganz besonderen Mission. Wir sind heute im südsteirischen Dschungel sozusagen angekommen, nämlich in Leutschach im wunderschönen Rebenland, dem einzigen österreichischen Hopfen- und Weinanbaugebiet. Während die Weinernte schon läuft, ist es auch mit der Hopfenernte losgegangen. Wie das funktioniert und mein Auftrag wird heute sein, ich möchte Leutschacher Hopfen und ein Leutschacher Bier heute noch sehen und verkosten. Ob es mir gelingt, wir probieren es aus. Mein lieben Steirer Land, bei uns in Steiermark, du sagst ein groß und stark. Wo hast denn den Hopfen her? Bei einem oben auf der Eim, oben auf der großen Zamtglaub. Vom Nachbarbauern wahrscheinlich, gell? Nein, nicht ganz richtig. Fahr da raus einmal, Steckel. So. Aber jetzt, halt, da kommt einer, den fragen wir jetzt. Achtung, da müssen wir weg. Wow! Jetzt ist es. So, es war gar nicht ungefährlich. Grüß Gott, hallo. Grüße. Servus. Ich bin der Gregor von Buckelkraxen TV. So, jetzt haben wir fast ein bisschen geschreckt von dem Ungetüm da. Was Geschichten da jetzt? Was machst du da gerade? Ich bin der Pferdl, Gregor, und ich mache bei der Hopfernte. Du bist ein Hopfenbauer und jetzt ist Hopfenernte. Du machst es anscheinend völlig allein, das werden wir uns eh noch genauer anschauen. War das immer so? Nein, es war nicht immer so. Früher waren das alles mit der Hand pflücke. Und da waren meistens zwischen 20 und 30 Leute oder Personen bei der Ernte. Und jetzt seid ihr zu zweit, zu dritt? Zu dritt. Okay, und jetzt wird es da mal runtergeschnitten, aufgelegt und wie geht es dann weiter? Dann wird der Hopfen zu Hause geführt, in die Halle und da wird er noch geerntet. Pferdl, wenn es dich nicht stört, dann schauen wir uns das gerne ein bisschen an. Bitte gerne. Alles klar. Ich komme noch zu meinem Bier. So, der erste Teil der Geschichte, der war erledigt. Die Hopfen, ne, Ranken, wie auch immer, die sind jetzt am Hänger. Jetzt wird abgehauen und was dann draus wird, ja, das schauen wir uns jetzt an. So, ich muss jetzt weg, weil jetzt wird's ernst. Ganz einfach, das ist die Hopfenerntemaschine. Da wird der Hopfenstock von Laub und Stängel befreit und die reine Frucht kommt hinten raus. Was passiert dann mit den Hopfendolden? Ein bisschen was habe ich schon gelernt. Oh, die ist jetzt relativ feucht und nass. Sie wird noch getrocknet am Hopfenturm oben, was wir noch anschließend sehen werden. Der Duft ist ja unglaublich. Schade, dass es kein Duftfernsehen gibt. Kann man da nicht ein bisschen süchtig werden nach dem Hopfengeruch? Normal nicht, aber die Damen kennen einen Hopfenkissen zum Beispiel. Erklär uns einmal, was ist denn das? So ein Hopfenkissen so ist wie Schlafen da und das beruhigt beim Schlafen, ganz einfach. Und deswegen hast du die Frau da ganz hinten versteckt, die muss nämlich im Hintergrund arbeiten. Da fühle ich mich am Abend meine Ruhe. Ja,
Ja, das ist sowas wie der Himmel für Biertrinker. Viertel, wo sind wir da jetzt? Was ist denn das für ein Paradies da hinter uns? Jetzt sind wir in der Darium, wo der fertige Hopfen liegt. Und was für ein Braumaß das wichtigste Material jetzt ist. Das heißt, mit dem gehe ich jetzt in die Brauerei und mache mein Bier. So ungefähr wird es hinkommen, ja. Alles klar, Rob, schon her. Und jetzt will ich mein Bier haben. Geht's da zur Brauerei, bin ich da richtig? Ich glaube schon, ja. Kommt ihr gerade von der Brauerei? So ist es. Wie war es in der Brauerei? Schön, super. Rob, wir sind am richtigen Weg. Da ist sie. Ja, da tut mir jetzt natürlich schwer mitzuhalten. 50% der Mission ist schon erfüllt. Das ist der frische Leutschacher Hopfen. Das, was natürlich noch fehlt, ist das Bier. Anni, du hast was Dunkles im Glas. Was ist das? Ein ganz besonderes Ginsengbier. Wie schmeckt es dir? Sehr geschmackvoll, besonders gut für Frauen. Anni, du sprichst über mich. Sehr geschmackvoll, gut für Frauen. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, Ginsengbier, was Besonderes schon mal getrunken? Noch nie, also einzig. So, jetzt hören wir aber auf zum Reden. Was, wieso? Ich hab noch immer nichts. Aber da kommt jetzt schon der Herr Brauereichef. Servus Wolfgang. Zum Wohl. Was heißt zum Wohl, gell? Das ist er jetzt. Frischer Leutschacher Hopfen. Wir tauschen jetzt. Ich will ein frisches Leutschacher Bier. Bitteschön. So, nimm das. Spezialbier. Dann kann ich einmal sagen, zum Wohl, Prost, meine Herrschaften. Zum Wohl. Prost. Aber, Rob, wir schauen jetzt noch rein, wie das wirklich funktioniert mit dem Biermachen. Rein zum Braumeister, zum Wohl. Aber vorher gibt's natürlich einen Schluck. So, Wolfgang, dann schauen wir rein zum Olli, zu deinem Braumeister. Hallo Olli, servus, ich bin der Gregor. Hallo, servus, ich bin der Oliver. Olli, ciao. Das ist der frische Leutschacher Hopfen, den gebe ich dir jetzt. Dankeschön. Im Tauschgeschäft, ich möchte jetzt mit dem ein frisches Leutschacher Bier haben. Wie geht das? Ja, das dauert leider noch ein bisschen. Spinnst? Beginnen tut das Bierbrauen ja nicht, indem man mit Hopfen zum Brauen beginnt, sondern da beginnt es ja mit Malz, ganz am Anfang. Wir brauchen ja für die Gärung einen Zucker. Und der Zucker entsteht, indem man Malz ganz langsam auftemperiert. Da wandelt sich die Stärke dann in Zucker um. Wenn die Würze dann zum Kochen gebracht wird, dann kommt unser Leutschacher Hopfen erst dazu. Was mir jetzt noch fällt, ich muss dich unterbrechen, es tut mir leid. Du hast jetzt vom Malz geredet, du hast zum Zucker geredet. Das, was ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Ich habe halt gerne ein bisschen Alkohol dabei beim Bier. Soll ja ein bisschen lustig sein. Und wo kommt der Alkohol jetzt her? Der Alkohol entsteht erst, wenn unsere Würze fertig gekocht ist, wird es dann abgekühlt. Und erst in Form von der Gärung, die Brauung selber dauert ja nur einen Tag. Die Gärung dauert dann 3 bis 8 Wochen und da wird erst der Zucker in Alkohol umgewandelt. Das macht eben mein Mitarbeiter, die Hefe, und die wandelt das Ganze um. Du hast den Mitarbeiter, die Hefe, angemeldet? Gebietskrankenkasse, alles in Ordnung? Offiziell nicht angemeldet, aber da müsste man sich mal genauer erkundigen, wie das funktioniert. Ich habe das sowieso alles gewusst, das ist ja nur für meine Gäste, die sehr unkundig sind. Ich hätte sowieso gewusst, wie das funktioniert. Ich käme jetzt so weit aus, wie das Ganze funktioniert. Nochmal, welche Biersorten machst du jetzt alles? Also wir machen ein helles Bier, weil das traditionell sehr gut zum Trinken ist in Mitteleuropa. Weizenbier natürlich, weil wir es gern trinken und weil das im Sommer sehr gut geht. Im Winter dann ein Spezialbier wie das Bockbier. Weinbier haben wir im Programm drinnen, das dauert halt vom Prozess sehr lange. Weinbier? Da hätten wir wieder mal die Verbindung Wein und Hopfen in dem Bremland. Was ist da drinnen? Also bei Wein ist ein Braugeheimnis, selber kann ich natürlich nicht verraten. Es ist ein mehrteiliger Prozess, der über die Gärung geht, wo Wein mit Bier in Verbindung gebracht wird, dass so wirklich ein Produkt daraus entsteht. Alle dann zahlen, dass ich mein Bier noch kriege. Und jetzt kommt's, Achtung, die Testfrage. Wir nehmen den jungen Herrn da, die Staatsnummer 4, der wird uns jetzt sagen, so in kurzen Worten, wie hat er alle erklärt, wie wird Bier gemacht? Wasser, Hopfen, Malz. Mehr braucht man nicht. Es ist ja gerade einmal ein 4-, gell? Montag kommen die Eltern rein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Wie auch immer, jetzt lassen wir den alle kurz alleine. Da ist es ja ein bisschen Ruhe, braucht man da zum Bierbrand. Das ist ja ein sehr, sehr sensibler
Prozess. Jetzt merkt ihr mal, wie sensibel auch ich sein kann. Ich werde mir jetzt sensibel schleichen, den alle heranlassen und dann warten wir auf das frische Leutschacher Bier. Aber jetzt die Entscheidung. Wolfgang, das frische Bier vom Fass. Schauen wir, ob wir es zusammengebracht haben. Es schäumt. Das schaut einmal sehr nach Bier aus. In diesem Sinne würde ich meinen, die Sache gilt Mission completed. Da ist der Hopfen, da ist das Bier. Ich werde es noch verkosten. Jetzt legen wir aber die Kamera weg, Rob. Ja, meine Lieben, das war's. Buckelknacksen.tv, die Mission ist erfüllt. Ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe, was das sein wird. Ich weiß es auch noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Ciao und Prost. Mein lieben Steirer Land, bei uns in Steiermark, du sind ein groß und stark, sind wir die Tannenbaum bei uns daheim. Wenn ich auf die Ulma gehe, mit meinem Steirer Klau, kriege ich auf, schon ist mein Ruhe.